Kompliment an die Akteure vom ausrichtenden Verein in Unterammergau. Das war wirklich harte und exzellente Arbeit. Natürlich gerade unter diesen Bedingungen war es sehr schwierig für die Rodlerinnen und Rodler. Dementsprechend sorgfältig wurde beim Hochgehen zum Start auch die Strecke noch einmal inspiziert. 800 Meter ist sie lang, die Bahn. Sie gilt als sehr schnell, aber mit technisch anspruchsvollen Kurven. Ja, wir sehen da im Hintergrund jetzt den Startbereich. Er ist ziemlich flach und ganz wichtig ist natürlich das Anschieben mit den Handschuhen, also da haben wir so Spikes drauf, um so schnell wie möglich in Schuss zu kommen, so schnell wie möglich in die optimale Fahrposition, weil dann geht es gleich in die erste Kurve, in die Feldkurve, sehr einen engen Radius fahren und dann ist man schon voll in Fahrt. Man ist da schon im Hochgeschwindigkeitsbereich, eine sehr starke Anbremsstelle, das gleiche Prinzip wie im Motorsport, man versucht die Kurve, den Bremseck so kurz wie möglich zu halten, um die richtige Geschwindigkeit zu haben, und man bremst da circa von über 80 km/h auf circa 40 herunter, und wie gesagt, diese Kehre 1 sehr entscheidend, um so viel Fahrt wie möglich mitzunehmen in die nächste. Das ist Gerd Pilz, der Führende im Weltcup. Wir befinden uns da jetzt in der Schlüsselstelle eigentlich dieser Bahn. Das ist also die S-Kombination. Man kommt da oben aus der Kehre 2 heraus, relativ hohe Geschwindigkeit. Und an dieser Stelle wird also das letzte Mal gebremst. Man muss das Tempo richtig dosieren und fährt dann diese schwierige Linkskurve, die Einfahrt. Und dann versucht man also die Linie so gut wie möglich zu halten und so schnell wie möglich aus der S-Kombination auszufahren, weil dann geht es eigentlich nur noch sehr schnell hinunter in den unteren Streckenabschnitt. Das ist eine Kurve, die im Hochgeschwindigkeitsbereich durchfahren wird. Man versucht einfach da eine optimale Linie zu finden, um so viel Geschwindigkeit, so viel Druck wie möglich mitzunehmen. Da geht es dann runter bis ins Ziel. Im Zielanlauf ist man ziemlich schnell. Man versucht aerodynamisch gut am Schlitten zu liegen, um so wenig Luftwiderstand wie möglich zu haben. Fährt dann ins Ziel hinein und der Blick von jedem Sportler geht natürlich auf die Zeittafel und man hofft, eine gute Zeit zu haben. Gerhard Pilz, fünffacher Weltmeister und Führender im Gesamtweltcup, hat uns da die Strecke von Unterammergau erklärt. Das aber ist Sandra Mariner aus Österreich, aus Innsbruck. Sie kennt die Strecke mit Sicherheit genauso gut wie ihr Mannschaftskollege. Vierte war sie nach dem ersten von zwei Durchgängen. Hier der entscheidende zweite Durchgang. Ihre Startzeit war nicht ganz so berühmt, aber dann macht sie im Prinzip alles richtig. 26 Jahre jung. Sie hat auch den ersten Weltcup im österreichischen Umhausen gewonnen. Und ihre Zeit 2:00:92, die Gesamtzeit, die addierte Zeit aus beiden Läufen. Sie ist die erste, die in diesem zweiten Durchgang unter einer Minute geblieben ist. Und damit setzt sie sich an die Spitze. Aber noch kommen natürlich einige andere. Bisher die absolute Bestzeit war das für Sandra Mariner. Und das, obwohl die Strecke ja weicher geworden war. Ekaterina Lavrentieva, 19 Jahre jung aus Kandalaksha in Russland, die amtierende Weltmeisterin, zu erkennen an dem gelben Leibchen. Dritte war sie nach dem ersten Durchgang. Hatte 22 Hundertstel Vorsprung vor Sandra Mariner. Sie muss jetzt schon einen ziemlich fehlerlosen Lauf hinlegen, wenn sie Sandra Mariner noch abfangen will, denn die hat ja wirklich eine Glanzleistung auf dieser sicherlich nicht einfach zu fahrenden Piste geleistet. Und es klappt nicht. Ekaterina Lavrentieva fällt zurück, reiht sich ein im Moment auf Position Nummer 2, also hinter Sandra Mariner, die ihre Führung verteidigt. Die Russen in diesem Jahr besonders ehrgeizig, findet in diesem Winter doch erstmals auch ein Weltcup in Russland, nämlich in Moskau statt. Marlies Wagner aus Österreich, zweite war sie in Umhausen. Ist noch sehr, sehr jung. Das ist ihre erste komplette
Weltcup-Saison. 17 Jahre alt, 16 ist die Altersgrenze. Und sie erwischt in diesem zweiten Durchgang die Linie nicht optimal. Da laufen die Kufen nicht wie auf Schienen, da rutscht sie doch häufiger mal durch Kurven und das kostet natürlich immer Zeit, wertvolle Zeit. Und es reicht nicht, Marlies Wagner, zweite nach dem ersten Durchgang, fällt aber im Moment zurück auf Position Nummer 3 hinter Sandra Marina und Ekaterina Lavrentieva. Und eine Akteurin wartet hier oben noch am Start, obwohl ich sicher bin, ihre Zeit, die Zeit von Marlies Wagner, die wird noch kommen. Sie ist noch relativ jung, gerade bei so schwierigen Bedingungen muss sie natürlich ihrer Unerfahrenheit noch etwas Tribut zollen. Bei Sonja Steinacher ist das etwas anders. Die ist immerhin die Titelverteidigerin, die Gesamtsiegerin des vergangenen Winters aus Italien, aus Brixen, also Südtirol. Fährt immer sehr aggressiv und vor allem ungeheuer schnell. Und schnellste Briefträgerin Italiens. Hat im ersten Lauf eine klare Bestzeit gefahren. Und auch hier macht die 25-Jährige keine Fehler, geht sicherlich nicht volles Risiko, verteidigt ihren Vorsprung, aber das war dann am Ende noch knapp. Es reicht zum Sieg für Sonja Steinacher, die Italienerin, aber nur mit 700stel Vorsprung vor Sandra Marina, der Österreicherin. Das war natürlich eine klasse Leistung. Heute ist es sehr schwierig gewesen mit der Bahn und ich habe eben Glück gehabt und bin um ein bisschen vorne gewesen und das hat gereicht zum Sieg und ich bin sehr glücklich. Ja, das war die Siegerin Sonja Steinacher, Sandra Marina aus Österreich und Ekaterina Lavrentieva reihen sich dahinter ein. Beste Deutsche war Michaela Maurer auf Platz Nummer 13. Und zur nächsten Disziplin, den Doppelsitzern. Das sind die Brüder Armin und David Meyer aus Italien, die beiden, die den Weltcup im vergangenen Winter dominiert haben und souverän gewonnen haben. Bei 6 Weltcup-Veranstaltungen haben sie 3-mal gewonnen, 2 zweite Plätze, 1 dritter Platz. Das war wirklich ihr Jahr, das war ihre Saison und den WM-Titel bekam sie noch als Sahnehäubchen obendrauf. In diesem Winter sind sie allerdings nicht so optimal gestartet. Platz Nummer 5 in Österreich im ersten Weltcup und hier übernehmen sie mit 1:01:92 im Moment die Führung. Die Doppelsitzer, sie fahren in Unterammergau nur einen Lauf, weil die Piste doch immer weicher wurde durch die hohen Temperaturen und die Organisatoren ganz einfach Angst hatten, dass die schweren Doppelsitzer da noch einigen Schaden anrichten würden. Zweite in der Bahn, nächste in der Bahn sind Peter Lechner und Peter Braunegger aus Österreich. Die vierten von Umhausen. Und sie machen nicht den Fehler, wie die Meyer-Brüder, die da einmal die Bande mitgenommen haben. Das ist die Führung für Peter Lechner und Peter Braunegger. Es warten aber noch die Führenden im Gesamtweltcup. Auch sie aus Österreich, Reinhard Beer und Herbert Vögel, die Sieger von Umhausen, die nun natürlich alles in diesen einen Lauf reinpacken müssen. Und das ist nicht einfach, das sind harte Bedingungen.
die Zeit 1:01:79, das reicht nicht ganz, um 300stel geschlagen und dementsprechend enttäuscht sind sie auch hier deutlich im Gesicht zu lesen. 300stel, er kann es kaum glauben. Reinhard Speer. Und nachher zeigte er sich auch noch ratlos. 300stel findet man auf der Bahn nicht mehr. Es war noch so, dann kann man sagen, wir haben es da noch schneller gefahren und da vielleicht einen Zentimeter war er reingefahren. Dann hätte sich was ist ausgegangen, aber nachher ist immer leicht wehnehmen. Man muss ihn gleich umsetzen. Und ja, wir waren 300stel langsam, man kann da nichts machen. Es ist so. Peter Braunegger dagegen zeigte sich als überaus bescheidener Sieger. Wir haben schon gesehen, dass wir mit der Spitze mithalten können. Und es ist heute beim Rennen wieder ganz gut gelungen. Ja. Sieg also, Doppelsieg sogar für Österreich durch Lechner Braunegger und Bär Kögel vor den italienischen Brüdern Meyer. Die nächste Entscheidung folgt nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Hallo, willkommen erneut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rennrodeln auf der Naturbahn, auch das ist eine Wissenschaft für sich. Und jeder muss natürlich auch sich um sein eigenes Renngerät kümmern. Zum Beispiel Markus Grausam, der beste Deutsche. Die Schiene herrichten, die kehren geschliffen, wenn wir irgendwie über Steine gefahren sind oder so. Dann kehren sie gefeilt, mit dem Stein oder mit dem Schleifpapier noch bearbeitet. Am Schluss kehrt es gewachst, alles. Und natürlich kehrt noch überprüft, ob die ganzen Maße eingehalten werden. Eine Stunde dauert die Vorbereitung etwa, wobei Markus Grausam sich nicht nur auf die Vorbereitung beschränkt, sondern er hat seinen Schlitten in diesem Winter sogar selber gebaut. Der Tischler, der aus Chemnat stammt und für den RC Kreuth rodelt. Das natürlich eine Wissenschaft für sich und ein harter Job. Es gibt bei uns ein Monopol von den italienischen Rodelherstellern. Sonst hat noch keiner eine gebaut. Es hat mal früher das österreichische gegeben. Und jetzt wollten wir halt in Deutschland auch mal eine herstellen, um für die deutschen Fahrer Schlitten billig, wenn es geht, herzustellen. Das scheint ihm gelungen zu sein. Sein Material ist gut. Immerhin war er unter den Top 10 beim ersten Weltcup. Aber ist es auch interessant für die Kollegen? Total gut bei anderen an. Möchten zum Teil auch fahren, aber gerade jetzt, da wo der Winter eh so kurz ist und da schaut jeder, dass er mit seinem eigenen Material jetzt noch trainieren kann. Er ist auf jeden Fall der stärkste Deutsche. Kann er hier vielleicht vom Heimvorteil profitieren? Ja, eigentlich sollte man da in Deutschland schon einen Heimvorteil haben, aber auch durch die schlechten Witterungsbedingungen haben wir vorher natürlich nicht trainieren können, wie alle anderen. Und ja, wir schauen halt mal, dass man so weit vor, wie es geht, kommt. Markus Grausam, Siebter war er nach dem ersten von zwei Durchgängen für ihn. Also eine durchaus gute Platzierung. Vor allem, wenn man bedenkt, wie schwierig die Trainingsbedingungen in diesem Winter ja auch für ihn waren. Er gilt als etwas anfällig in den Kurven, ist aber dafür jemand, der dann zwischen den Kurven wieder sehr, sehr gut Tempo machen kann. Schauen wir also mal, wie er das im zweiten Lauf hier hinbringt. Schöne flache Position auf den Schlitten. Und das Anbremsen, die Linie in den Kurven, das hat hier wirklich schon was Formel 1-mäßiges. Und wo bleibt die Uhr stehen? Eine Gesamtzeit von 1:59:46. Er hat gegenüber dem ersten Lauf, wo die Bedingungen deutlich besser waren, nur ganz, ganz knapp an Zeit eingebüßt. 1/1200stel. Das spricht für die gute Leistung von Markus Grausam. Als nächsten sehen Sie den Mann mit dem grünen Leibchen des Weltmeisters, nämlich Gerald Kallern, der Österreicher.
Sein Titelgewinn bei der WM im vergangenen Jahr in Olang war etwas überraschend. 21 Jahre ist er alt, der Bischofshofener. Er war Fünfter nach dem ersten Durchgang. Und er verliert hier kontinuierlich an Zeit auf Markus Grausam, der ja vor ihm gestartet ist. Reicht es? Es reicht nicht. Markus Grausam hat sich auf jeden Fall am Weltmeister vorbeigeschoben, ist damit auf jeden Fall schon einmal Sechster. Klasseleistung des Deutschen, der bisher im Weltcup erst einmal einen sechsten Platz schaffte. Das war Anfang 1999 in Aurach. Nun aber der Routinier, der fünffache Weltmeister und der Sieger von Umhausen, also der Weltcup-Führende im Moment, Gerhard Pilz. 11 Weltcups hat er schon im Laufe seiner langen Karriere gewonnen, ironischerweise aber noch nie den Gesamtweltcup. Nur Achter war er hier nach dem ersten Durchgang. Das war natürlich schon eine etwas enttäuschende Platzierung für ihn. Seine Ambitionen gehen da weit, weit höher hinaus und deswegen legt er alles in diesen schwierigen zweiten Lauf. Da kommen die Steine durch, dadurch wird er kaum aufgehalten und er übernimmt die Spitze. Gerhard Pilz mit 1,59,30 ist er 1600stel schneller als Markus Grausam. Neue Reihenfolge also: Gerhard Pilz, Österreich auf 1, Markus Grausam aus Deutschland auf Platz 2. 4 Akteure kommen noch. Zum einen der 23-jährige Reinhard Gruber, ein Student, immerhin der Weltcup-Gesamtsieger 1998 und 1999. Ein Naturtalent, ein relativ großer, schwerer Rodler, der mit dem Gewicht natürlich auch viel Tempo mitnimmt. Ein natürliches Talent, das sieht man auch bei seinen Kurvenritten, die manchmal wirklich abenteuerlich wirken. Dritter war er nach dem ersten Durchgang. Und es reicht, er übernimmt sogar klar die Führung. Reinhard Gruber, der 23-Jährige, ist wieder da, wo er vor 2 Jahren schon einmal war. Der Student, nämlich an der Spitze. Ferdinand Hirzegger aus Österreich, 24 Jahre alter Schlosser. Er ist der Titelverteidiger, der Weltcupsieger des vergangenen Winters, wo er immerhin 4 der 6 Weltcuprennen gewonnen hat und 2 vierte Plätze kamen dazu. Er war Vierter nach dem ersten Durchgang, lag aber nur hauchdünne 200stel Sekunden hinter Reinhard Gruber, den wir ja eben schon gesehen haben. Also 200stel muss Ferdinand Hirzegger aufholen. Er ist so etwas wie ein Leichtgewicht, das heißt, bei ihm macht das Gewicht nicht so sehr Tempo. Dafür hat er natürlich in den Kurven seine Vorteile, weil er nicht so sehr gegen die gegen die Fliehkraft kämpfen muss. Und kaum zu glauben, exakt die gleiche Zeit, 1,58,64. Er war also im zweiten Lauf diese 200stel schneller als Reinhard Gruber. Beide teilen sich im Moment die Führung. Das, muss ich Ihnen gestehen, habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das ist der Bruder, der ältere Bruder von Reinhard Gruber, Martin Gruber, oder man muss genauer sagen, Dr. Martin Gruber. Er hat im vergangenen Jahr sein Architekturstudium beendet, hat auch gesagt, dass er eigentlich jetzt etwas mehr Wert auf seine berufliche Karriere legen will, aber vielleicht bringt das ja ihm die Unbefangenheit, die er braucht, um hier erfolgreich auf der Bahn in Unterammergau unterwegs zu sein. Er ist etwas ein Hasardeur, das hat er auch in
Umhausen beim ersten Weltcup gemerkt, als er prompt mit einem Sturz ausgeschieden ist. Aber hier nicht, hier macht er es besser. Hier übernimmt er sogar ganz, ganz klar mit 67 Hundertstel Vorsprung vor Hirzegger und seinem Bruder Reinhard die Führung. Damit steht schon einmal fest, es gibt einen italienischen Sieg. Denn oben wartet nur noch Anton Blasbichler. Die Einblendung daneben war leider verkehrt. Anton Blasbichler kommt nicht aus Österreich, sondern aus Italien, aus Brixen. Also auch er, wie auch die anderen Top-Rodler, ein Südtiroler. Bestzeit im ersten Lauf für den 28-jährigen Routinier. Soldat ist er. Hat damit, wenn denn Bahnen präpariert werden können, natürlich relativ gute Voraussetzungen. Er hatte 400stel Vorsprung und er verdoppelt seinen Vorsprung. Auch hier also eine knappe Entscheidung. Anton Blasbichler gewinnt mit 800stel Vorsprung vor Martin Gruber. Es war halt nicht mehr drin gewesen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die 200stel noch aufgeholt habe. Die Italiener sind sehr, sehr stark auf der Bahn und die haben, glaube ich, das Beste rausgeholt und bin sehr, sehr glücklich darüber. Das war Ferdinand Hirzegger, der gemeinsam mit Reinhard Gruber auf Platz 3, also auch auf dem Stockerl ist. Vor ihnen Anton Blasbichler und Martin Gruber, zwei Italiener. Markus Grausam auf einem hervorragenden 6. Platz, der ihn insgesamt im Weltcup auf Rang 8 bringt. Ja, dass ich noch ganz nach vorne fahren kann, habe ich eigentlich halben gewiss, durch den, dass ich schon ziemlich lange in dem Geschäft dabei bin. Auch. Aber dass es eigentlich so knapp wird auf der Bahn da, wie man gesehen hat, habe ich eigentlich nicht ganz gedacht, aber ja. Das war Anton Blasbichler, der Sieger des Tages. Im Weltcup führt weiterhin Gerhard Pilz vor Anton Blasbichler und Ferdinand Hirzegger. So viel von den Naturbahn-Rodlern aus einem nicht verschneiten Unterammergau. Es war sicherlich schwierig, der Weltcup hier, wegen der Bedingungen zu, vor allem am Ende natürlich auch, wo dann die Steine durchkamen. Weiter geht's, dritte Station ist Lüsen in Italien, da sind sie mit uns natürlich auch wieder dabei. Bis dahin, schönen Dank, tschüss, alles Gute, ihr Rolf Kalb.